Set zu YMCA, unserem neuen Song. Und Glenn, Martin, Dennis, Alex und ich, wir werden euch ein bisschen rumführen und euch ein bisschen vom Video zeigen. Also, bis gleich. Das ist übrigens mein neues Auto. Rechtzeitig vor den Abrissarbeiten bekamen Touché die Erlaubnis, in dieser ehemaligen Musical-Kulisse ihr neuestes Video drehen zu dürfen. Vorsicht, Kopf einziehen. So, und das, was bei uns im Video so wie eine abgebrochene Autobahn mitten in New York oder sonst wo aussieht, ist in Bregenz. Schau mal da runter, da ist der Bodensee. Bereits 1978 war YMCA von den Village People ein Mega-Erfolg, der sich bis heute gehalten hat. Den Song kennt jeder, ist ein Party-Song und so wollen wir das auch rüberbringen. Für den Touché-Clip trainierten 40 Komparsen stundenlang die typische YMCA-Choreografie, bei der die Buchstaben Y, M, C und A mit den Armen angezeigt werden. Insgesamt wurden 2 Tage und Nächte unter der Regie von Markus Walter gedreht. Ja, einen wunderschönen guten Tag hier. Wir sind hier am Set von Touché featuring Crazy. Ja, und das ist unser Song. Das sind die Komparsen. Und die tanzen sich jetzt richtig den Hintern rund. No, jetzt nicht mehr irgendwie. Das ist übrigens Crazy. How you Crazy doing? Macht den Guest-Rap bei uns. Yeah. Und ihr müsst euch unbedingt das Video anschauen, weil es ist verrückt, was die Leute tun, um bei uns ins Video zu kommen. So, ich baue nämlich gerade die Brücke wieder zusammen, die ja eingestürzt ist. Vielleicht helft ihr mir mal ein bisschen mit, ja? Wäre ganz nett. Wer natürlich denkt, auf so einem Videodreh geht alles glatt und man hat keine Probleme, das stimmt natürlich nicht. Und zwar haben wir Probleme mit einigen Falschparkern, wenn wir mal darüber schauen wollen. Im Video verwandeln die Jungs von Touché quasi im Vorbeigehen normale junge Menschen in Party-People. Ich werde euch jetzt erstmal erzählen, was YMCA eigentlich heißt. Es bedeutet Young Men Christ Association. Was das genau dann heißt, weiß ich auch nicht, aber naja. Vereinigung christlicher junger Männer, aber eigentlich geht es einfach darum, eine wilde Party in verrückten Kostümen zu feiern. Und das sind sie alle. So sieht das aus. Ne? Wir haben jeder ein Polaroid gekriegt, ja, das wir unserer Familie zeigen können. In den gleichen Verkleidungen wie die Village People vor 20 Jahren treten Touché beim großen und exklusiven Clip-Finale als Indianer, Cowboy, Cop, Soldat und Bauarbeiter auf. Liebe Leute bei Bravo TV, das war's von unserem Dreh zu YMCA. Yeah. Genau. Und jetzt kommt die letzte Einstellung und ihr könnt noch ein bisschen zugucken. Wir müssen jetzt los. Ciao. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß. Bye, bye. Ciao. Ciao. Hat jemand meinen Kran gesehen? Die Single YMCA erscheint morgen.